Und willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir müssen. Davor. Nee, dahinter. Genau. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Bleibt bei mir! Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe! Du kannst aufhören. Gebongt. Gebongt, sagt sie. Okay. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Bleibt bei mir. Dann machen wir das halt so rum. Genau. Sehr schön, wie wir das machen. Natürlich. Hey, lass gut sein. Natürlich. Warte mal da. Haben wir da was? Sehr schön, wie wir das gemacht haben. Wie ein richtiger Profi. Wie ein junger Gott. Oh, hey. Mach mal an hier. Was ist los? Ach scheiße, das hätten wir uns sparen können, oder? Oder? Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht! Ja, Überlebende! Kommt nicht zu nah! Wir werden euch helfen! Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bei mir! Nein! Lass sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Bleibt in meiner Nähe. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Lass es. Geht klar. Lass mich mal ran hier. Wow. Haarscharf. Naja, so Piraten sind's doch gar nicht eigentlich, oder? Das sind doch bloß die paar. Die 3, 4, 12 Millionen. Oh. Zu viele Ratten, Amicia. Ach komm schon, zu der viele. Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Wir müssen. Vielleicht müssen wir das dort machen, dass die da hingehen. Ach komm schon, und die anderen gehen nicht hin. Oh, leck mich doch am Arsch. Ach scheiße. Was hab ich denn nur gemacht? Ach Mist. Verdammter Mist, ne. Jetzt sind die dort, aber die sind halt nicht weg. Wir müssen auf jeden Fall dahin, wir müssen von dort nach da. Komm, wir lassen uns einfach mal kurz töten. Ich hab Mistikaki-Scheiß-Bumstrick gebaut. Nee, hey! Wow, wieso... Warum hat denn das jetzt... Wieso konnte ich denn jetzt nicht bis davor, dingsen? Warum? Sophia, bahne
mir! Bleib bei mir! Bleibt bloß alle im Licht! Da! Überlebende! Kommt nicht zu nah! Wir werden euch helfen! Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei! Weg hier! Kommt! Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo! Der Wagen? Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Warte mal, wir müssen gucken, dass wir das vielleicht so machen. Und vielleicht so machen? Boah, das gibt's doch nicht, Mann. So, okay, das ist erstmal hier. Und los! Bleiben wir nah dran! Lol. Ey, wo willst du hin? Was war das? Das war knapp. Was war denn das jetzt, bitteschön? Was war denn das jetzt, bitteschön? Danke, gib mir mal den Bolzen. Ich frage mich ja, wie man da oben reinkommt, weil da oben ist ja noch. Ah, okay, jetzt kommen wir nämlich gar nicht mehr drüber. Guckt euch das an. Weil jetzt ist hier nämlich so ein scheiß Holzpfeiler und da kommen wir jetzt einfach nicht drüber. Wie cool ist das denn? Ne, hier dürfen wir zum Beispiel auch eine Schlange. Aber wie der Wagen die einfach mitgezogen hat oder mitgedrückt hat. Das war egal. Er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Okay. Ja gut. Ah, da hinten. Wir müssen erstmal gucken. Wir müssen erstmal ein bisschen was wiederherstellen hier. Okay, das haut hin. So, dann machen wir das so. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt in meiner Nähe! Na los! Bleibt bloß alle im Licht! Das reicht, hör auf! Natürlich! Natürlich! Ja, ich würde noch näher rangehen. Ist das dein Ernst? Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleib in meiner Nähe.
Mac, bleibt bei mir! Bleibt bei mir! Bitte, bitte. Da oben, da ist es. Du kannst aufhören. Na gut. Schnell, hoch. Verstanden. Na gut. Wir sind da. Endlich. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius, wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Und wie? Diese Insel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte. Tja, wir wussten ja nicht mal, dass es sie gibt. Wie macht man denn sowas kaputt? Mit dem Töpflein, oder? Teer, machen wir mit dem Teer? Oder haben wir denn hier irgendwas, was wir zum Putt machen haben? Irgendwas zum Kaputt machen? Irgendwas zum Kaputt machen. Wir wollen was kaputt machen. Lasst uns was kaputt machen. Steh mir doch noch mehr am Weg rum, du dumme Eule. Die Frage ist halt echt gerade, wie machen wir es kaputt, gell? Ich hab halt nichts, gell? Hier gibt's nicht irgendwo, wo ich hier was rumschmeißen könnte oder ich hab echt keine Ahnung. Ihr könntet mir ja mal einen kleinen Tipp geben. Ich hätte vielleicht so einen Krug jetzt hier drauf gefuckt. Damit und hätte dann mit Feuer dann, aber ja dann bloß Feuer, ich meine. Ist ja halt auch nichts Weltbewegendes. Scheint nicht so zu funktionieren, wie ich mir das dachte. Können wir ja nicht drauf rumspringen, wie auf so ein Trampolin oder so. Jetzt hab ich das Zeug verballert und weiß nicht weiter. Sehr schön, prima. Cool. Mir fällt jetzt halt aber auch wirklich gerade nichts ein, was ich jetzt sonst noch nehmen könnte. Das ist halt. Ich darf halt nicht drauf rumspringen so oder eine Arschbombe drauf machen. Okay. Ich hab keinen Dunst. Vielleicht irgendwas draufschmeißen, aber was? Können wir denn hier irgendwas? Nein. Können wir denn hier auch nirgendwo hoch oder was? Wie sieht das hier aus?
Einzige wäre... Da hinten ist eine Säule. Da. Vielleicht die, dass man die vielleicht irgendwie... Aber die Frage ist erstmal, wie kommen wir jetzt da hin? Können wir überhelfen? What the fuck? Wie können wir denn jetzt? Aber die wird vielleicht sogar passen, weil die ist genau hier drüber. Weil sonst, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie wir sonst hier... Komm, ach, hoch mit ach, dir. Gucke, hier. Ah, gucke, da, Tatsache. Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Tatsache. Das war so befreiend. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm. Komm. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Oh. Das ist es. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lange niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Aber dass es hier so eine unterirdische Höhle ist, ist ziemlich hell hier, muss ich sagen. Es wird dunkler. Ich mache Licht. Ja, bitte. Ah, okay. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Okay. So weit sind wir da aber gar nicht unter der Erde gewesen. Wie kann denn das jetzt so hoch sein? Okay. Dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Was ist das? Da war etwas drin. Das ist schon lange weg. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Dankeschön. So, wir gucken mal, wie viel haben wir. Können wir uns denn schon überhaupt irgendwas? Schade, wir können wieder gar nix. Okay, das hier unten haben wir ja gesagt, das lassen wir erstmal sein. Höchstens dann das Schleuder wäre vielleicht noch etwas erotisch. Gut, das Alchemie ist vielleicht auch nicht so verkehrt, aber naja. Seht euch die Tür an.
Bitte, was ist hier passiert? Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst, das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. Werden wir sehen. Stöhn doch nicht so rum, was ist los mit dir? Hier geht's runter. Ja. Vor allem, wie tief das aber auch wirklich runtergeht, ey. Wir müssen doch hier schon... Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Wir müssen ja hier schon am Erdkern sein. Weil das ist aber auch wirklich so viel, ist so, also so tief und dass das noch alles leuchtet. Nach Jahrhunderten. Jahrtausenden. Was? Oh nö. Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und los. Entdeckung. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Hat geklappt. Das war laut. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut. Alles wird gut. Okay, eine Werkbank bringt uns gar nichts, wie immer. Uns fehlt wieder der Hälfte. Die Tür ist hinüber. Sehen wir uns um. Na gut. Warte mal, hier ist aber auch ein Durchgang, oder? Okay, die Frage ist nur wieder, gell, hier ist ein Durchgang. Oh, noch ein... Meine Ohren! Verdammt! Geht's euch gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Vielen Dank für den Bolzen. Vielen Dank, Willi, von dir. Nicht zu fassen. Sieh mal, hier sind Vögel? Ja. Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja, falls er nicht so viel Angst hat. Ja. Okay, hau doch mal ab, Mann. Steh mir doch nicht immer im Weg rum, was ist denn los mit dir? Schlimm mit den Leuten von heute, oder? Du solltest hier immer weg rumstehen. Tote Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Sie kam an dieser Tür vorbei.
sie stürzte wohl hinter ihr ein. Wie kommen wir da durch? Sie kam wohl hier vorbei. Da! Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh! Das sieht gefährlich aus. Hier, eine Kurbel. Na los! Ach, sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Ist offen, glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir. Elia. Weil ich genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ach, ja. Wie ist das möglich? Was ist das hier? Das Tor da wird es uns verraten. Wow. Okay, das sieht aus wie so ein kleines Rätsel hier. Dann würde ich aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, weil das wird wohl bestimmt wieder uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Wir werden ja wieder eine halbe Stunde festsitzen, denke ich mal. Ich kenne mein Talent und genau. Aber das sehen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!